Und damit begrüße ich euch zurück aus meiner Winterpause und damit herzlich willkommen hier in der Welt von Final Fantasy XIV. Ja, Gudjon hier hat die nächste Quest für uns, Agnas Geschenk. Gudjon wartet darauf, euch zu verabschieden. Ihr habt die Mine ihren größten Schatz entrissen und das ohne in die tieferen Stollen hinabzusteigen. Alle Achtung, aus euch hätten formidable Bergarbeiter werden können. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr das Löwenauge mitnehmt, aber zeigt es Magnus, bevor ihr geht. 3 Jahre ist es her, dass er seine Frau verloren hat. Es wird Zeit, dass er ihr Geschenk bekommt. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Dir auch vielen Dank, Gudjon. Du warst uns eine große Hilfe. Bringen wir unseren Fund nach Pfotenschlag. Die anderen werden stolz auf uns sein. Ihr habt Tankred gehört, also auf nach Pfotenschlag. So, Magnus, verzage nicht. Wir haben einen Beweis deiner Frau, dass sie es geschafft hat, auch wenn sie mit ihrem Leben dafür zahlen musste. Was wollt ihr schon hier oder hier? Wollt ihr mir einen vorheulen, dass sich die Talos immer noch nicht bewegen? Es ist mir egal. Es wird sich bewegen. Er hat nämlich ein neues Herz, gefunden von der Erzkönigin. Wir haben dieses Löwenauge in Sinuos Grube gefunden. Es hing an einen Steinrücken. Sieh dir den Stein an. Es steht dein Name drauf. Das kann doch nicht wahr sein. Meine liebe Agna. Nehmt den Stein, tut damit, was ihr wollt. Bist du dir sicher? Ich weiß es nicht, aber dass dieser Stein ausgerechnet jetzt wieder auftaucht, das kann doch kein Zufall sein. Er ist zu euch gekommen. Auch wenn ich ihn behalte, meine Agna bringt er mir doch nicht zurück. Und jetzt geht bitte, lasst mich allein. Gut, aber versprich uns eins, wenn der Talos wiederlebt, dann kommst du und siehst ihn dir an. Das Löwenauge ist aus seinem dunklen Versteck gekommen. Es wird Zeit, dass du deins auch verlässt. Hier, Tara, bring das Löwenauge zu Uriange. Er wird wissen, was damit zu tun ist. So, Ouyang-Zhe müsste da hinten hinter diesem großen Gebäude sein, wenn ich mich recht erinnere. Ja, da ist er. Ouyang-Zhe. Tancred und du haben also einen Stein gefunden, der als Herz des Talos dienen kann? Wir haben alles vorbereitet. Tafne und Jarek wissen erstaunlich viel über die Konstruktionsweise des Talos. Und Minifilia hat sich ebenfalls als nützliche Helferin erwiesen. Lass uns den Talos nun ein neues Herz einsetzen. Gib mir bitte den Stein. Hier bitte. Danke, dann wollen wir mal. So, theoretisch ist alles bereit. Sobald der Äther läuft, müsste sich der Talos in Bewegung setzen. Also, worauf wartest du dann noch? Los geht's! Er bewegt sich. Oh, Meister Mark.
Magnus. Da steht er nun, der Scheißkerl. Danke. Ich danke dir für dieses Geschenk, meine Königin. Menphilia, was ist mit dir? Ich habe nichts, was ich jemandem hinterlassen könnte. Nichts, über das sich je jemand freuen wird. Ich werde nie so mutig oder so weise werden wie ihr. Stehe allen immer nur im Weg herum. Es wäre besser, ich wäre gar nicht hier. Und Tancred, wenn er doch endlich sagen würde, was er wirklich denkt. Dass ich verschwinden soll, um der echten Menphilia Platz zu machen. Das ist alles meine Schuld. Ich war es, der das Orakel des Lichts in die erste Splitterwelt geschickt hat. Ich hatte keine Ahnung, was ich Tancred und dir damit antun würde. Doch ich bereue es nicht. Das Leben verläuft in komplizierten Bahnen. Die Geschicke sind fest miteinander verwoben. Wir, die die Welt zu bessern wünschen, können es nicht tun, ohne an anderer Stelle etwas zu opfern. Deswegen müssen wir uns mit unseren Herzen vergewissern, wofür wir leben und wofür wir sterben sollen. Aber vielleicht ist die Antwort darauf gar nicht so schwer. Wir wünschen uns eine Zukunft mit denen, die wir lieben. Die wir liebten. Ich war stets ein Einzelgänger. Deshalb musste erst viel Zeit verstreichen, bis ich das verstand. Hab Vertrauen, Menphilia. Willst du nun zu ihr gehen? Ja, vielleicht hast du recht. Währenddessen in Crystarium. Diesmal bist du ihnen nicht gefolgt? Im Wald habe ich erfahren, was ich wissen wollte. Von nun an sollten gelegentliche Besuche ausreichen. Außerdem ist das Licht in Amareng besonders stark. Darauf kann ich liebend gerne verzichten. Deshalb habe ich mir etwas Ruhe gegönnt. Schlaf ist doch etwas Wundervolles. Der alte Lahabrea tauschte rastlos einen Körper gegen den anderen. Ständig war er unterwegs. Ein Wunder, dass er nicht vor Müdigkeit aus dem Leben geschieden ist. Alles hat darunter gelitten. Seine Willenskraft, seine Erinnerung und seine Zielstrebigkeit.
Wann schläfst du denn eigentlich? Oder kann es sein, dass du ausreichend vorgeschlafen hast? Was habe ich dir bloß getan? Wenn du mir so sehr misstraust, warum hast du den Besuch aus dem Ursprung dann nicht vor mir gewarnt? Weil sie sehr wohl in der Lage ist, selbst zu entscheiden, wem sie vertrauen kann. So gut kennst du sie? Es klingt ja fast so, als wärt ihr alte Bekannte. Du bist umgeben von Rätseln, Kristallexarch. Wer bist du wirklich? Weißt du, ich war an der Gründung und im Aufstieg des Alagischen Reiches, wo dieser Turm erbaut wurde, nicht ganz unbeteiligt. Deshalb weiß ich auch, dass die Technik, mit der du die Heldin in diese Welt gerufen hast, nicht aus diesem Turm stammt. Jemanden mitsamt seinem Körper in eine andere Welt zu zwingen, das können nicht einmal die Ashians. Im Alagischen Reich hattest du also auch deine Hand im Spiel. Dann will ich dir folgende Antwort geben. Ich bin ein Opfer eurer Ränkeschmiede, ein Stellvertreter all jener, die im Lauf der Geschichte unter euch gelitten haben. Ich bin der Hüter des Kristallturms und seines größten Rätsels. Das Wissen über das Heute, Gestern und Morgen, das Nirgendwo und das Überall. Das Wunderwerk derer, die den Flügel der Zeit freisetzten und hinter den Horizont des Risses blicken. Die in Genialität vereint ihr Leben dafür einsetzen werden, dieses Wissen zu hinterlassen. Ich stehe hier, weil mir alle Wünsche und Wunder anvertraut sind, um gegen das Schicksal selbst aufzubegehren. Es steht viel auf dem Spiel. Für uns beide. Das tut es. So, Orianche, und wie geht's jetzt weiter? Ich habe mit dem Filia gesprochen. Ich glaube, sie hat sich etwas gefangen. Wir waren eigentlich euer Ausflug zur Nyos Grube. Hattest du die Gelegenheit, mit Tancred zu sprechen? Ein bisschen, ja. Er sprach also viel von der alten Minfilia. Er kann es nicht erwarten, sie wiederzusehen. Von uns allen vermisst er sie vielleicht am meisten. Ich hätte mehr mit ihm über den Verlust sprechen sollen. Aber damals wussten wir ja alle nicht, ob sie wirklich fort war oder wann wir sie wiedersehen würden. Und manchmal begreift man erst nach einer Weile, wie sehr man jemanden vermisst. Aber es wird schon werden. Du wirst ihnen beiden helfen, so wie du es immer tust. Jetzt aber wird es höchste Zeit, die Bergbahn in Betrieb zu nehmen. Ich wette, die Bewohner dieser Siedlung können es nicht erwarten. So, und wo geht's jetzt weiter? Vater wie Bruder. Quest. Mal ganz kurz auf die Minikarte gucken. Die muss doch hier irgendwo sein. Ah ja, da. Okay. Da drüben. Ja, ich sehe ihn jetzt auch. Magnus, wir sind bereit. Magnus strahlt, dass die Fangzähne blitzen. Seht nur, er strotzt vor Kraft. Das haben wir nur dir zu verdanken. Deine Freunde und du haben uns neue Hoffnung gebracht. Niemand hier hat wirklich daran gerechnet, je wieder die Bergbahn fahren zu sehen. Aber dass du mir auch noch das Geschenk meiner lieben Agna gebracht hast, das vergesse ich dir nie. Ich werde alles tun, was ich kann, um die Bergbahn in Betrieb zu halten. Auch nachdem ihr weitergereist seid. Ich schulde es meiner Familie.
Ich danke dir, Reisende. Wir haben da etwas von einem Tor gehört, bevor man nach Nabal Areng kommt. Ja, richtig. Das sollte kein Problem sein. Solange dieser Talos die Bahn bewegt, wird es sich öffnen. Dann ist alles super. Dann ist alles bereit. Wir können nach Abak Areng. Ja, kommt zum Bahnhof an die Brian-Mine. Dort machen wir dann den Weg reisefertig und geben den Talos seine letzten Anweisungen. Es wird alles ganz schnell gehen. Ihr da, bringt den Bastard zum Bahnhof. Talos, marsch! Jawohl! Also dann folgen wir ihnen zur Brian-Mine. Tancred? Als du unterwegs warst, um das Talos-Herz zu finden, habe ich deinen Erder aufgeladen. Erinnerst du dich an die Patronen, die du mir geschenkt hast, damit ich üben kann? Ich gebe sie dir zurück. Ich habe sie wieder und wieder aufgeladen. Ich kann schon nicht mehr sagen, was für eine Art von Zauberkraft darin enthalten ist, aber behalte sie als Talisman. Sie soll dich beschützen. Minfia, du... Komm, die Bahn ist fertig. So, dann geht's jetzt gleich zur Mine. So, da ist der Wagen. Magnus, du bist doch sicher richtig stolz darauf, oder? Während ich in Selbstmitleid versunken war, haben die anderen sich fabelhaft um die Bergbank gekümmert. Taffe? Ich habe Jarek noch nie so aufgeregt gesehen. Jeder Einzelteil, jeder Kontakt hat er mindestens ein Dutzend Mal überprüft. Jarek? Ich kann's kaum fassen. Jetzt geht's endlich los. Der Moment, auf den ich meinen Lebtag gewartet habe. Wenn man davon nur ein Erinnerungsbild machen könnte. Was? Du kannst du? Das kannst du? Dann los, mach ein Bild von der Bahn und uns allen. Ouyang-Jie. Der Wagen und die Schienen sind gut in Schuss. Wir werden bald aufbrechen können. Tancred. Keine Sorge, Tara. Ich habe alles im Griff. So, Minfia, wir sind bereit. Es geht los. Wir fahren nach Abad Areng. Wenn alles läuft wie geplant, werde ich dort das Orakel treffen. Die richtige, Minfilia. Ich habe viel über meine Reise nachgedacht. Über die Dinge, die Tancred mir beigebracht hat und was ich alles mit euch erlebt habe. Es gibt immer noch so viel, was ich nicht verstehe. Aber ich muss jetzt weitergehen und mit ihr sprechen. Alles andere wäre ein Fehler. Danke, dass du das möglich gemacht hast, Tara. So, Magnus, bist du bereit? Sieht doch prächtig aus, nicht wahr? Die Daedalus-Steinhauerei, die den Talos herstellten, verstanden sich auf ihr Geschäft. Sie haben auch den Anspruch, Arbeitstalos zu bauen, die über Generationen halten. So etwas findet man heute kaum noch. Bedienbarkeit wurde bei ihnen ebenfalls großgeschrieben. Deswegen haben sie sich für dieses einfache Antriebsart entschieden, das Anschieben. Simpel und bewährt. Ich bin mir sicher, dass die Bergbahn noch lange fahren wird. Denn solange der Talos läuft, läuft auch die Bahn. Dürfte ich euch bitten, einzusteigen? Es kann nämlich losgehen. Ja, wir sind bereit. Also dann, ab in den Wagen mit euch. Ihr habt eine aufregende Fahrt vor euch. Ouyang-Jie, kommst du nicht mit? Ich muss euch bitten, ohne mich weiterzureisen. Der Weg nach Nabat Areng ist frei. Irgendjemand muss Alize und den anderen Bescheid sagen. Sie sind immer noch mit ihrem Ablenkungsmanöver beschäftigt. Wenn alles wie geplant verläuft, stehen wir bald vor einem weiteren Kampf mit einem Lichtbringer.
Ich werde dafür sorgen, dass wir bis dahin wieder alle vereint sind. Was ist mit dem Tor? Öffnet es sich nur, wenn die Bergbahn durchfährt? Nein, es bleibt doch danach noch eine Weile offen. Aus Sicherheitsgründen. Dann folgt uns, sobald ihr die Soldaten aus Yulmor vertrieben habt. Wir treffen uns in Abad Areng. Orianger, ich... Danke für alles. Danke für alles, was du für mich getan hast. Pass gut auf dich auf. Du auch. Du wirst sehen. Wir werden auf das alles mit einem Lächeln zurückblicken. Seid ihr bereit? Dann setze ich die Bahn jetzt in Bewegung. Haltet euch gut fest, es wird etwas ruckeln. Die Bahn sollte euch bis vor den Palast von Ammalik bringen. Allerdings ist es schon eine Zeit her, dass die Schienen gewartet wurden. Falls was schief geht, müsst ihr zu Fuß weiterlaufen. Also dann, gute Fahrt! Da kommt das Tor. Na, wer sagt's denn? Das ist doch Ranjit. Ah! Ich hab doch tatsächlich gedacht, ich wären wir los. Mein Leben wird nicht auf dem Boden eines Abgrunds enden. Nicht solange ich auf Kukumans zählen kann. Mir war natürlich sofort klar, dass eure Aktion im Osten nur ein Ablenkungsmanöver ist. Also habe ich mich wieder an eure Fersen geheftet. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich euch so leicht zu packen bekomme. Seht ihr ein, wie sinnlos euer Widerstand ist? Wollt ihr wirklich lieber im Dreck herumkriechen, als die Ordnung meines Herrn anzuerkennen? Minfilia, du bist zu bemitleiden. Warte, ich befreie dich von diesem Ungeziefer. Nein, lass sie in Ruhe! Was soll das? Ich habe dich jedes Mal aufgespürt und großgezogen. Wir haben gegen mehr Sündenvertilger gekämpft, als ich zählen kann. Doch was hat es gebracht? Immer und immer wieder lief es nur auf eins hinaus. Deinen Tod. Und jetzt verleiten dich diese Ratten dazu, an ihrem schwachsinnigen Kampf teilzunehmen und die Ordnung der Welt niederzureißen. Lass dich nicht von ihnen verführen. Nur einer kann dich für immer von deinem Leid erlösen. Mein Herr Lord Vorthry. Nein,
Das ist nicht die Erlösung, die ich suche. Meine Schmerzen, meine Zweifel und mein Leid sind ein Beweis dafür, was Sie und ich auf dieser Reise bisher erreicht haben. Jedes Wort, das Sie zu mir gesagt haben, hüte ich wie einen Schatz. Jeden Moment, den wir zusammen verbracht haben, trage ich in meinem Herzen. Diese Erinnerungen nehmen mir jede Last von den Schultern. Sie sind mir wichtiger als alles andere in der Welt. Ich liebe sie. Ohne sie wäre ich nichts. Dich brauche ich nicht mehr. Also geh zur Seite und lass uns durch. So ein Blödsinn. Die Störenfriede haben dir den Kopf verdreht. Aber ich werde dich schon wieder zur Vernunft bringen. Ha! Ich verstehe dich besser, als du meinst. Auch wenn ich es dir nie sagen konnte. Und jetzt lauf. Ich kümmere mich um den hier. Aber... Tu nur, was du für richtig hältst. Ich komm schon zurecht. Kümmer dich um sie. Bring sie zu Minfilia. Für mich ist sie Schwester und Tochter. Und ich lasse nicht zu, dass du ihr etwas antust. Du hältst dich für ihren Vater? Du bist doch selbst nur ein unreifer Stümper! Cool. So, was habe ich für Fähigkeiten? Und los geht's! Er macht keinen schönen Druck, aber diesmal werde ich gewinnen. Irgendwie. Pah, wie nichts als leere Worte. Hast du mir jetzt den Verstand verdreht? Ich weiß ja nicht mal, was für Fähigkeiten ich habe. Ist es nachher die ich benutze einfach mal alle Fähigkeiten, die ich habe. Ein Weg endloser, sinnloser Kämpfe. Was für ein trauriges Schicksal. Nur Wortree kann ihr Glück schenken. Und raus da.
weiß gar nicht, was Nebula macht. Nebula, du verringerst erlittenen Schaden um 5. Oh ja, das ist nicht schlecht. Was machen die anderen Fähigkeiten? Das hier ist Kombo-Stahlwalze. Zerfetzter, brutaler Einschlag, Stahlwalze. Wenn eine Waffenfähigkeit nicht bereit ist, beginnt die Kombo von vorne. Okay. Das wird dir nichts helfen. Upsa. Du nahmst mein Blut, jetzt erhör meinen Ruf. Sei mein Schwert, sei mein Schild. Okay, ich glaube, er ist sauer. So, was macht die letzte Fähigkeit? Grobspalter. Du führst eine Sprungattacke auf das Ziel aus. Attack wird... Ah, okay, das ist, um nachher ranzukommen. Okay. Und der Nebula Niederschmetterung erhöht vorübergehend den angeeigneten aufgeteilten Schaden um 10 und die eigene Präzision um 100%. Okay, upsa. Gut, dass der einen Heiltrank hat. Achso. Ein bisschen zu früh. Okay, das sieht nicht gut aus. Kann ich die... Okay. Einen Trick habe ich noch. Okay, welchen Trick habe ich? Ah, Spezialkommando entkommen. Oh, cool. Das sieht nicht gut aus. Schießt der Wahl los wahrscheinlich. Ha! Erwischt. Wenn es hilft, gib mir ein Leben und ein Lächeln. Ratte, du bist nichts als eine feige Ratte.
Ups. Immer schön den Buff drauf. Du hältst dich für ihren Beschützer? Nieder mit den Störenfrieden! So, jetzt haben wir schon zur Hälfte. Das ist gar nicht schlecht. Aber besiegen werden wir wahrscheinlich nicht. Noch nicht. Das wird wahrscheinlich für irgendeinen Dungeon aufgehoben. Aber cooler Kampf. Okay, jetzt kommen wir gleich wieder das Ziel. Dummkopf!
Es war zu viel. Okay, der hat mich. Das ist ein Ende! Ich muss nachher hinspringen, das kriege ich nicht hin. Oh. Macht er ernst. Eieiei. Warum werde ich die ganze Zeit betäubt? Das ist ein Ende. Wenn du entkommst, bin ich nicht. Da bin ich verdeckt geblieben. Jetzt habe ich dich. Das Mädchen ist unter einem Unglücksstern geboren. Ihr Leid wird niemals enden. Ich werde sie beschützen, solange sie das will. Kein Tag vergeht in dieser Welt, an dem ich nicht daran denke, was du mir alles gegeben hast. Wie schnell du erwachsen wurdest, während ich sorglos in den Tag hineinlebte und meine Zeit verschwendete. Ich erinnere mich so deutlich. Ich weiß noch ganz genau, was du damals zu mir gesagt hast. Du wolltest die Liebe, die du selbst erfahren hast, in die ganze Welt hinaustragen. Deine Güte und dein Mitgefühl stellen mich auf die Probe. Damals wie heute. Wenigstens dieses eine Mal werde ich dich nicht enttäuschen. Ich bin doch dein großer Bruder. Minfilia. Was für eine Fahrt. Ja,
Minfia hat jetzt hier die Abschiedsquest für uns. Das ist die zerstörte Stadt. Hier hat sich die erste Minfia gegen die Lichtflut gestellt. Als ich mit Tancred hier war, habe ich gespürt, dass irgendetwas passieren würde. Ich hatte große Angst und habe mich vor der Ohnmacht übermannen lassen. Doch diesmal nicht. Wenn sie es mir verzeiht, wenn sie es erlaubt, werde ich... Was sie wird, das, meine Lieben, erfahren wir dann in der nächsten Folge. Von nun an kann Nabat Areng direkt über den gelassenen Ingenieur in den Pfotenschlag betreten werden. So, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt eine etwas längere Folge, dafür mit richtig coolen Zwischensequenzen, einen richtig coolen Kampf zwischendrin. Und ich bin sicher, das, was in der nächsten Folge kommt, wenn die Entscheidung des Mädchens herankommt, wird genauso cool. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und ansonsten freue ich mich natürlich über ein Like oder einen Kommentar und wir sehen, hören und spielen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.